Ach, da seid ihr ja wieder. Hallöchen. Verlasse gerade das Angelgrundstück. 300 Kilogramm Fisch haben wir gefangen. Wie ja geplant war. Und ja, dann ab zum Räucherofen. Und ja, dann schauen wir natürlich, die anderen Tiere müssen ja auch noch versorgt werden. Nicht nur der Fisch mit Rauch. Ui. Das war ein bisschen weit aus. Oh nee, das war zu weit ausgeholt. Hier will ich gar nicht hin, aber guten Morgen. Wo war denn die Straße? Da wollen wir hochfahren. Da geht's lang. Ui, 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 ui. So. Gut, fahren wir hier schön hoch. Und ja, die anderen Tiere wollen ja auch ein bisschen Futter, gegebenenfalls Stroh, müssen wir mal schauen. Also die Hühner bestimmt, der Rest weiß ich noch nicht so genau. Bei den Schweinen wird wahrscheinlich immer noch der Strohballen reichen, der drin steht. Und ja, bei den Kühen, je nachdem wie viel Platz ist, ob sich das lohnt, misten natürlich. Komm hier, das dauert mir jetzt zu langsam hier. Am frühen Morgen schon so rumbummeln. Wie soll denn das über den restlichen Tag werden? So. Hier biegen wir ab. Und ja, ich denke, Pferde werden wir irgendwie gegen Mittag dann wieder versorgen. Das muss ja jetzt nicht direkt morgens wieder der Fall sein. Dann verteilen wir ein bisschen. Aber Hühner, Schweine. Nee, wir fahren in den Hof. Wir fahren nicht hier nebenlang. Wir fahren da vorne in den Hof. Da fahren wir rein. Sieht ja auch alles ganz anders aus im Dunkeln. So, dann lasse mal gucken. Jetzt wird das Ganze hier vielleicht so ein bisschen rückwärts. Aber man sieht so wenig. Machen mal hier auf. Und hier drinnen Licht an. Wenn ich es finde. Da ist der Lichtschalter. So. Damit wir wenigstens da mal noch einen Bezugspunkt haben, wo es ein bisschen leuchtet. Da wollen wir hinfahren. So. So, da wollen wir hinfahren. Spanngurte weg, dann können wir hier... Ich hatte jetzt tatsächlich mit Bordwände offen, mit Bordwände zu, sogar alles verladen. Ja. Das kann man aber die nächsten Tage natürlich auch überlegen, ob wir es anders machen. So. Aber jetzt natürlich auch die Überlegung, ob ich mir hier auch so einen Wagen, hier so einen Wagen zulege. Wir nehmen uns den jetzt einfach mal mit. Und da immer den geräucherten Fisch dann draufstellen. Boah, ist hier noch Zaun? Hier ist noch Zaun. Ich weiß nicht, ob ihr das besser seht. Ihr habt zumindest nicht zwei Scheinwerfer, die euch anstrahlen. So, da hinten müssen wir hin. Das ist schon echt nicht einfach. So. Vielleicht... Ja, jetzt so zu Winter, vielleicht den nächsten Monat, dass ich sogar bis 7 Uhr penne und dann erst losziehe. So, aber da könnten wir den ja hier so hinstellen, hier neben. So, da stört er nicht.
Stellen dann die Kisten hier drauf. Das wäre doch eins Idee. So, mal noch ein anderes Ding. Da war doch gerade Befüllung starten. Da. Wenn ich sage Befüllung starten und lasse die jetzt fallen oder lege die dort unten hin. Das geht, okay. Mach da mit der dann weiter? Da muss ich wieder Befüllung starten drücken. Okay, aber ich muss nicht die ganze Zeit dort stehen bleiben. Das ist ja auch schon mal gut. Bist fertig, du bist fertig. Hast da noch eine hinten? Na, okay. Wenn da von Anfang an zwei liegen, machst du dann beide direkt voll? Hallo, ich habe Befüllung starten geklickt. Okay. Er will gar nicht mehr. Ich habe ihn kaputt gemacht. Oder geht es jetzt nicht, weil zwei da liegen? Ich glaube, ich habe ihn kaputt gemacht. Oh nein, mein Räucherofen. Oh, da unten hättest du gar nicht hingesollt. Komm da wieder raus. Komm da wieder raus. So. Aber ich kann Befüllung starten drücken, da passiert nichts mehr. Vielleicht steht der hier im Weg. Ich den irgendwie anders platzieren muss. Komm, das mal hier. Ba, 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 ba. So. Gut drauf. Stell du dich mal hier neben hin, dass du ein bisschen weiter weg bist. Ah ja, okay. Dann waren die noch zu nah dran. Okay, dann stellen wir den halt hier draußen hin zum Sammeln. So, weiter befüllen. Einfach weiter befüllen. Hör nicht auf den Onkel, der da Sachen drückt, die er gar nicht drücken soll. So, der hier ist voll, der kann wieder weg. Also an sich natürlich mit dem Wagen hier eine nette Idee. Aber ich müsste quasi, weil vorne dran ja keiner geht, ich müsste quasi fünf übereinander, dass ich alles unterkrieg. Ordentlicher. So, machen wir die erstmal wieder fest, dass da nichts passiert. Den hier weg. So, jetzt hier noch einen. Gut. Den da mitnehmen. So, so hoch müssen wir die stapeln.
So, die letzte Befüllung. Dann haben wir noch 1 Liter Fischgeräucher drin. Wo kommt denn der noch her? Den kann ich jetzt nicht rausholen. Ich habe keine Kiste mehr da. So, das haben wir wieder voll. So, dazu. Dann. Da. So ein bisschen wackelig, vielleicht ist das. Aber da muss ich mal die ganzen Transportmöglichkeiten mal durchgucken. Vielleicht haben wir ja auf dem anderen ein bisschen mehr Platz, wenn wir uns da so einnehmen. Beziehungsweise nicht fürs Fahrrad. Wobei, für Fahrrad, den habe ich da. Damit könnte ich dann testen, ob da zumindest was mehr geht. Aber das hier, gut, ist halt natürlich immer das Problem. Der steht dann ein bisschen schepp da. Den anderen finde ich halt besser, weil da ist die, wenn der dort steht, ist halt trotzdem die Ladefläche immer gerade. Oder dann doch mit dem Fahrrad, solange das Fahrrad dran ist. Steht dort auch gerade. Ah, da müssen wir doch mal gucken. So, ey. So. Rein da. Wie war das? Irgendwo da oben hinhalten. Sag nicht du. Doch. Wollte schon sagen. Sag jetzt nicht, du gehst nicht da rein, weil da noch Geräusche drin ist. Okay, also das geht auch. Einfach da runterfallen lassen. Ist ja gut zu wissen. Muss ich den vielleicht gar nicht da oben, sondern weiter hier unten hinhalten? Da schneller? Nee. Hätte sein können. Da drin. Eine noch. Oh, der ging schnell. Gut, dann können wir hier anschalten. Machen dazu. Das läuft. Stellen wir hier auf die Palette drauf. Hier stellen wir die nächsten Kisten. Was wir dann später noch machen wollen. Hey, mitkommen. Dann war es ja doch kein Fehler, auch so viele Kisten gekauft zu haben. Aber jetzt haben wir ja hier tatsächlich auch 10 Stück gebraucht. So. Zack, bumm. Das haben wir, dann darf das erstmal rattern. Wir machen das Licht mal aus. Auto lasse ich hier noch gerade stehen. Ich will jetzt nicht wieder so mega früh den Laden befüllen, weil dann sind wieder die ersten Sachen ausverkauft, bis wir die letzten reinballern. Das heißt, wir werden jetzt hier erstmal gucken, dass wir die Tiere dann, dass wir die wieder in aller Seelenruhe versorgen. Guck mal, ich habe hier schon so ein bisschen mir einen kleinen Strohballenvorrat angelegt, den wir dann einfach zu die Hühner mitnehmen können. Können wir auch mal hier die Stirnlampe anmachen. Wofür haben wir denn sowas? Und hier piept es. Ja, da, wir haben Küken, wir haben Nachwuchs bekommen. So, Stroh ist voll. Den hier nebenhin.
Ach ja, in der Schubkarre haben wir ja auch kein Licht. Nee, also ich muss dann auf jeden Fall gucken. Das nächste Mal. Ich meine, Angeln in der Dämmerung, das geht ja noch. Aber die anderen Sachen hier wäre schon schön, wenn wir da eher so ein bisschen Licht haben. So. Mehr haben wir auch gar nicht an Mist, ne? 127. Kann ich hier drin? Hier ist doch auch ein Licht. Wo ist der Schalter? Ja, also hier sieht man nichts mehr. Das war alles an Mist, was wir kriegen. Wenn jetzt noch was drin ist, dann kommen wir da nicht dran. Was ja jetzt auch nicht so schlimm ist. War das Tor hier offen? Nee, ich war drüber gesprungen. Na ja, so. Den können wir hier wieder. Den Garten, wobei, nee, der hatten wir das letzte Mal rein, ne? Der müsste noch recht gut gedüngt sein. Ja, 2 Liter, das lohnt nicht. Wir fahren gleich zu, du wutzigst durch. Jetzt ist halt echt der Vorteil, dass die Interaktionsmarkierungen an sind. Da kann man sich so ein ganz minimal dran ausrichten, wo man hinfahren muss. So, da geht's dann weiter. Hier drin gibt's doch bestimmt auch ein Licht. Natürlich. Also nicht viel Mist, aber ein bisschen. Wo ist die Schubkarre? Da. Ich glaube, wir machen erstmal Frühstück und nach dem Frühstück machen wir die Tiere. Dann ist ein bisschen heller. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.